Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Lufia 2 Voice of the Sinistrals. Letztes Mal hatte ich das Problem, dass hier Gegner waren, die mich einfach umgebracht haben. Zum doofen Todeseffekt. Und irgendwie, weil, keine Ahnung, die Übersetzung dieses Spiels total knackt ist. Ja. Heiltrank wiederbelebt. Stellt Kampfkraft wieder her. Naja, das kann man noch verstehen. Und mit dem füllt KP teilweise auf, dann versteht man schon irgendwie, dass damit irgendwas gemeint ist. Außerdem, Helfer füllt jede Menge KP auf. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, stärker ist besser als Helfer. Da stimmt doch irgendwas nicht. Helfer wurde falsch übersetzt. Helfer ist der Wiederbelebungszauber. Und ich wusste das einfach nicht. Ich habe jetzt das einfach nachher ein wenig recherchiert und da ist mir das halt aufgefallen. Und das ist einfach nur beknackt, weil genau solche kleine Fehler machen ein paar Spiele erst mies. Nur für zwei ist ja immer noch ein tolles Spiel, aber wenn man einfach nicht draufkommen kann, wie man zur Hölle wiederbelebt, ist schon etwas beknackt. Übrigens, ich habe meine Zauber etwas sortiert. Links sind jetzt meine Schwarzmagie-Zauber, dann ist einfach mal und rechts meine Weißmagie-Zauber. Ja, gut. Überraschungsangriff, ja. Und ich dachte am Anfang, oh mein Gott, diese Gegner sind so einfach mit ihrem doofen Todeseffekt, haben sie schon etwas gesagt, aber jetzt, wo ich eigentlich weiß, wie das richtig funktioniert, sind sie viel zu einfach. Der Vollstrecker bringt sofort um. Ja, ich habe auf jeden Fall ein paar Zauber sortiert. Ich nehme mal an, dass wir heute dann irgendwie an den Rubinstein kommen werden. So. Hat mich immer, wieso Maxim nicht Funke kann lernen, also die Feuerzauber. Ich würde ihn gerade mit dem Feuer assoziieren, wegen seinen runden Haaren, aber trotzdem. Seltsam. Macht es etwas schneller. So. Aber ein Level abbekommen, dann trainieren wir jetzt mal das nächste Kapselmonster. Ja, Basuk. Wie beknackt das ist, wie sie da warten. Einfach so. Ja, wir machen keinen Schaden, können sie aber trotzdem töten. Oh. Beknackt. Wie geht das hier nochmal so, oder? Ne? Ja. Und dann hier das hier machen. So. So. Und dann noch so haben wir hier einen Pfeil. Gut. Ich
weiß jetzt mal genau, wie viel Schaden die da machen, aber ich nehme schon mal an, mehr als die Mäusemörder. Schnitt. Ist eine Ahnung, ne? Ja. Gut. Ja, greif die etwas mehr an, damit seine Zornpunkte etwas höher werden. Ja, irgendwie Beweglichkeit. Ja, die haben eine hohe Beweglichkeit auf jeden Fall. Ah ja, das sind die, die zweimal angreifen. Genau. Ziemlich wieder schneller, das sehe ich an. Ich dachte, ein bisschen an wäre wieder schneller. Auch gut. Gute Heilung von Bazook, immer wieder gut. Die sind immer noch schneller als Ski und Alexis, verdammt. Egal, guck mal, also sollte das schon was bringen. Gut, Eisenmantel, die konnten wir kaufen, sind also uninteressant. Oh, ja, ja, ja. Ich bin wirklich immer. Okay. Aber ja, die Gegner sind echt etwas langweilig. Ja, zumal diese Muschler. Und hier werden wir dann endlich ankommen, wo es interessant wird. Die Gegner waren seltsam. Ich nehme einfach mal an. Dass die einfach resistent gegen über physischen Attacken sind. Aber ich weiß ja nicht mehr so was. Okay, Fokus habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Nun gut. Meine Güte, diese Gegner hier sind ätzend. Was war das jetzt? Warte, Blitzattacke. Okay, ich versuche nachher mit Blitz, weil irgendwie hat Bazook die gerade alle auf einmal zerstört. Ich hab bisschen versuchen wir. So, Blitz.
Okay, nur Basuk macht so viel Schaden. In Ordnung. Aber so langsam sollten wir doch schon hier am Ende gelangen. Gut. Einmal ist nochmal voll. Und wieder so zwei langweilige Meuchelmörder. Gut. Das ist neu einfach mal. So, jetzt wird's interessant. Wie versprochen, Prinz Seele, bringe ich dir den Feuerrubin. Ich spreche nun mit dem König von Taro. Das werde ich. Mein Vater hat bereits zugestimmt, dass du neuer Minister des Landes bist. Warte einen Moment. Was zum... Wer bist du? Der Feuerrubin ist ein Symbol des Friedens zwischen Danubia und Aurelio. Ich will nicht zulassen, dass es von der Gier eines Einzelnen missbraucht wird. Wer im Namen der Hölle seid ihr, sprecht. So sei es. Oh mein Gott, ja, der ist irgendwie etwas arrogant geworden in letzter Zeit. Voll steht der mächtige und bisher unbesiegte Krieger Gi. Bin Maxim, der Ritter der Gerechtigkeit. Die nennt man Lexis, das Genie des Jahrtausends. Und diese Old Maid ist Elan, die magische Federvernichtung. Hast du bei unserer Vorstellung nicht etwas übertrieben? Findest du, aber es klang doch ganz gut, oder? Wollt ihr mich beleidigen? Greift sie! Söldner, naja. Ja. Ja, wie machen wir das denn? Satans Biss. Speedy, Furie. Also. Ich habe nur das Gefühl, dass Furia und Speedy und all die Fähigkeiten irgendwie die Werte so um Prozentsatz erhöhen von den momentanen Betten, die also irgendwie. Statt um 100 zu erhöhen, erhöhen sie es um 90% der Montanwerte des Helden. Das bedeutet, Maxim und Zedan bekommen automatisch mehr Beweglichkeit von Speedy, weil sie eh schon viel mehr haben. Ja, sieht man sehr gut gerade auch, weil Celan viel Magieabwehr hat und Reflektor da wirklich viel Magieabwehr-Bonus gegeben hat. Und Lexis Attacke auf jeden Gegner ist schon toll. So, jetzt nochmal wenig heilen. So, ist jeder voll. Schaden war so wunderbar. Gut. Zack. So kommt er nicht davon. Prinz Seele, öffne bitte die Tür. Ich nehme den Feuerrubin an mich. Was habt ihr nun mit dem Feuer? Das soll unser König abschalten. Gut, das bedeutet, kommt den Feuerrubin wieder zurück. Erlangen, James, hast du wirklich? Ich kann dir deine Tat nicht vergeben, du hast zu viel angerichtet. Bring ihn fort. Lasst uns mit den Friedensverhandlungen fortfahren. Ja, damit der Friede zwischen unseren Ländern endlich zustande kommt. Wird nun alles wieder gut werden, Maxim? Das liegt ganz bei Danubia und Aralio. Die beiden Länder sind aber auf dem besten Weg. Das glaube ich auch. Irgendwie die Königin, der... Ich traue der immer noch nicht ganz.
das Friedensabkommen ist nun unterzeichnet. Das ist ein neuer Beginn für Danubia und Auralia. Ich habe da so ein unbestimmtes Gefühl. Typisch Frauen. Prinz Leon, hier ist der Feuerrubin. Bitte nehmt ihn. Nein, ich gab ihn für den Frieden zwischen unseren Ländern. Ich kann ihn nicht annehmen. Nimm ihn, der Rubin geht nach Auralia. Ich habe außerdem eine Imitation anfertigen lassen. Ich will ihn nicht. Lieber wäre mir... Nein, ich kann es noch nicht... Ich kann es nicht sagen. Noch nicht. Wie bitte? Prinzessin Thea, was ich wirklich möchte ist... Ja. Das könnt ihr euch denken. Dieser Frieden wird bestimmt sehr lange anhalten. Das denke ich auch. Was macht ihr da? Wie kann ich euch nur danken? Ihr seid hier jederzeit herzlich willkommen. Ja, okay, gut. Dann können wir jetzt nun endlich die Schleusen öffnen lassen. Gehen. Machen wir das mal. Warp, da ist es. Ja, hier gibt es wohl auch neue... Ja, er wird auch wieder neu geredet, ich glaube. Wir machen das erst nächstes Mal, weil die neuen Texte, die die Leute da sagen, interessieren mich schon etwas. Also, Spaß haben und dann bis zum nächsten Mal. Euer Griffion. Ciao, ciao.